nächste gemeldete Redner Danke, kommt von der Frau SPÖ, Präsidentin. Reinhold Einwallner. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bundesminister, ja, mein Vorredner hat es eigentlich schon in weiten Teilen gesagt. Es geht bei der Änderung des Passgesetzes eigentlich im Wesentlichen darum, dass wir die Sicherheitskriterien der Reisedokumente in Österreich erhöhen. Gerade beim Personalausweis, wo wir wissen, der erfreut sich immer mehr Zuspruch und wird immer beliebter und wird immer lieber genommen, braucht jetzt noch ein bisschen eine Anpassung, dass eben auch hier die EU-Verordnungen und das europäische Niveau dementsprechend auch erreicht wird. Wie gesagt, diese zwei Fingerabdrücke und das Bild. Also da erreichen wir einfach durch die Erhöhung der Sicherheitskriterien und der Umsetzung der europäischen Richtlinie ein Sicherheitskriterien, wie sie der heutigen Zeit entsprechen. Die letzte große Änderung beim Reisepass hat es, glaube ich, 2006 gegeben. Und das ist jetzt, glaube ich, schon an der Zeit, dass wir hier auch wieder dementsprechende Anpassungen schaffen. Das ist der eine Teil, dass wir darauf achten und dass umgesetzt wird, dass die Fälschungssicherheit erhöht wird. Das passiert beim Reisepass auch bei der Seite, wo das Foto aufscheint. Das ist ein anderes Material, dass ein Fälschen des Fotos nicht mehr so leicht möglich ist. Also wir erschweren den Reisepassfälschern das Fälschen da ganz deutlich. Auf der anderen Seite kommt es aber durch diese Gesetzesänderung auch zu einem verbesserten Datenaustausch. Ein verbesserter Datenaustausch in den Bereichen, wo es um und Informationsaustausch, wo es darum geht, im internationalen Kontext auch nicht nur, aber natürlich schon auch im Wesentlichen Terrorismusfinanzierung, Finanzierungswege auch mit unterstützt und verfolgen zu können, aber auch andere Straftaten dementsprechend zu erfassen. Und damit gelangen wir natürlich zu einem Themenbereich, der schon interessant ist, weil das eine ist immer, dass die Möglichkeit des Datenaustausches, des Informationsaustausches, auch das Wissen der Informationen, die dann da sind. Und dann haben wir gesehen, wo wir eigentlich noch Schwachstellen haben in unserem System. Und das hat leider gezeigt in der Folge und in der Aufarbeitung des Terroranschlages vom 2. November, dass die Daten zwar teilweise da sind, aber die Behörden dann diesen Datenaustausch nicht dementsprechend und diese Informationsverwertung nicht dementsprechend vollziehen können. Die Cerberus-Kommission, die eingesetzt wurde, hat uns das augenscheinlich gemacht und aufgezeigt. Und dann müssen wir schauen, dass wir nicht einerseits nur die Daten sammeln, die Informationen haben, sondern sie auch dementsprechend verwerten. Und da braucht es eben mehr wie die Möglichkeit, Daten zu sammeln. Da braucht es eben entsprechende Strukturen. Und darum plädieren wir auch so stark dafür, dass wir Überlegungen anstellen, die Sicherheitsarchitektur unseres Landes auch zu modernisieren. Dass es einen sicherheitspolitischen Koordinator gibt, der neben einem gesamtstaatlichen Lagezentrum auch die Nachrichtendienste und Informationsquellen dementsprechend vernetzt und strukturiert. Und was es ganz, ganz dringend braucht, um bestehenden und künftigen Bedrohungen entgegenzuwirken, und wir wissen, dass der Terrorismus ein ganz ein wesentlicher Teil ist, ein Terrorismusabwehrzentrum. Das ist eines der ganz wesentlichen Punkte, die wir umsetzen sollten. Und da kann ich nur appellieren an den Herrn Minister, dass wir hier europäischen Vorbildern folgen. In Deutschland hat das sehr, sehr gute Erfolge schon gezeigt. Eine Plattform, wo sich Expertinnen und Experten dementsprechend austauschen und eben genau diesen Informationsaustausch dann so verwerten können, dass wir eine gute und sichere Terrorismusabwehr haben. Ein Terrorismusabwehrzentrum wäre in Österreich höchst an der Zeit. Herzlichen Dank. Dankeschön. Mit dieser Passgesetznovelle wäre auch der Datenaustausch verbessert. Dass bei diesem noch Aufholbedarf herrsche, habe die Aufarbeitung des Terrorangriffs in Wien im November vergangenen Jahres gezeigt, so Reinhold Einwallner von der SPÖ.